Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine Sonderedition von der Degusta-Box und zwar ist die Cold-Variante für Oktober bei mir eingetroffen. Das ist diese Schätzelein und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Produkte, ich stelle es mal eben ab, weil die Box ist echt schwer. Die Produkte kommen alle gekühlt bei mir an. Ja, das Ding wiegt ganz schön 4 Kilos, ne? 5 Kilo darf ich, 5 Kilo stehen drauf. Also alles ist cool. Da haben wir halt Foodprodukte drin, die gleich auch direkt bei uns in den Kühlschrank kommen. Dass ich ein hellblaues T-Shirt habe, ist natürlich 1A heute Morgen schon auf die Box abgestimmt gewesen, schon bevor der Postbote geklingelt hat. Geht so. das ist einfach... ja, Zufall. 15,99 € müsste die Box kosten. Ihr müsstet die auch noch online bekommen. Da müsst ihr mal schauen. Ich verlinke euch das in meiner Infobox. Ne? Denn ich packe euch ja jeden Monat die Degusta-Box aus. Das ist eine Foodbox. Da kriegst du 10 bis 15 Lebensmittelprodukte drin. Wo du halt immer einen Warenwert hast, der höher ist als das, was du quasi für die Box bezahlst. Und das mag ich sehr gerne vom System her. Hatte ich deswegen damals selber auch schon im Abo und irgendwann ist daraus eine Kooperation entstanden und yo, jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Denn ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, was wir hier drin finden werden. Flyer habe ich hier erstmal am Start, also quasi ein paar Produktinformationen und dann haben wir hier die Degusta-Box Cold Produkt der Box, okay, also quasi, was ist das Highlight und so. Die ganzen Produkte sind hier aufgeführt. Ich freue mich schon mega drauf. Also auch die Preise, Rezepte haben wir hier auch noch mit am Start, was du quasi mit den Produkten, die in der Box drin enthalten sind, teilweise anfangen könntest. Und das finde ich auch sehr nett. Cupcakes mit Frosting, mit Milchschnitte. Das hört sich sehr, sehr lecker an, Leute. Okay, so. Ich habe Erwin hier jetzt einfach mal neben mir stehen lassen. Das ist normalerweise mein Stuhl, wo ich, wenn ich einen Adventskalender auspacke, den Adventskalender draufstelle. Aber ich habe mir gedacht, komm, Erwin, ne? Steh mir zur Seite. Ich mache hier einfach mal die Luke auf und habe als erstes hier drin, ich zeige euch das ganz kurz. So sieht das aus. Und da haben wir halt extra so ein Teil drin, was ja auch die Sache nochmal ein bisschen kühler gestalten wird. Als erstes habe ich in No Fairy Tales Paprika und Chili Tortilla hier drin. Mit 45% Gemüse und reicht an Ballaststoffen. 5 Stück sind hier drin. Das finde ich ganz gut. Ne? Also noch sind wir ja zu zweit. Mr. Bauri ist unterwegs quasi. 26. Oktober, während ich drehe. Mein Oberteil ist leider nicht mehr ganz so passend. Also ne? Mr. Bauri ist hier. Also, es passt nicht so ganz mehr. Und ja, er ist groß und er wird ganz schön stark sein. Auf jeden Fall wird es aber auch noch dauern, bis er da mitessen kann. Aber ich glaube, dass mein Freund und ich sowas halt an 2 Tagen so verteilt gut essen könnten. Oder wenn man mal Besuch hat, dass man sowas macht. Ja, ich wollte meine Haare mal wieder aufmachen. Ihr habt mich mal darum gebeten. Ich habe das bei den Adventskalender-Unboxings ja immer, aber ansonsten habe ich ja nur noch Bommel. Aber die sind halt mittlerweile so voluminös, ne? Und auch halt sehr, sehr trocken, eben durch die Schwangerschaftshormone. Einfach krass ist. Ja, okay. Auf jeden Fall freue ich mich drüber. Das finde ich tatsächlich cool. Dann Le Rustique. Oh Gott, ja. Ich glaube, den mache ich mir morgen Mittag oder morgen Abend mal. Ofen-Camembert. Oh geil. Und dann mache ich mir da ein paar Löffel Marmelade mit rein oder so. Oh. Richtig gut. Fein würzig. 2 Portionen. Mhm. Ich esse ja für 2, dann ist es vollkommen in Ordnung, oder? So, so lecker. Ich weiß noch damals, da hatte meine Mama nämlich ihre, also meine Mama hat ihre Reiterfreundinnen, also meine Mom hat geritten, ich habe damals auch mit meiner Mom zusammen geritten, aber das erst Jahre später, egal. Auf jeden Fall hatte die dann ihre Freundin eingeladen zum Geburtstag, so. Und dann hatte sie eine Vegetarierin dabei, so. Und weiß ich noch, dass das mega der Struggle war, weil es zu dem Zeitpunkt, das ist echt schon Jahre her, ne, noch gar nicht so... ja, so viele halt gemacht haben, dass man gesagt hat, ich esse kein Fleisch. Und es gab halt immer, wenn du irgendwo warst, irgendwas mit Fleisch und so eine Gulaschsuppe oder sowas halt. Und da hatte Mom mega die Struggle und hat dann irgendwie sowas aus dem Edeka oder so geholt. Und das war das erste Mal, dass ich mit einem Ofen-Camembert oder Ofenkäse allgemein in Berührung gekommen bin, denn ich saß genau neben ihr. Und als sie den gegessen hat, habe ich so rübergeguckt. Dieser Duft war schon so,
Ich hätte dir den am liebsten weggegessen. So, nimm meine Gulaschsuppe, ich nehme deinen Käse, okay? Ich bin ab heute auch vegetarisch, Mom. Nein, aber ja, das habe ich dann tatsächlich das ein oder andere Mal häufiger auch gegessen. Ich mag sowas halt sehr gerne. Mein Freund ist jetzt kein Ultra-Fan von Camembert, aber ich halt mega, ne? Mag ich total gerne. So, nämlich. Dann habe ich hier einen griechischen Joghurt drin. Griechische Joghurts isst mein Freund super gerne, aber er isst die mit Honig, aber Honig haben wir auch zu Hause. Von Mefgal, original griechischer Joghurt, 0% Fett haben wir hier drin und das ist 200 Gramm. Sowas esse ich ab und an auch mal, aber das ist eher was für meinen Freund, weil er halt sowas tatsächlich auch öfters mal isst. Und ja, ne, finde ich auch cool, dass wir das hier mit dabei haben, so ein Joghurt. Dann haben wir hier drin, das feiere ich ja, Schupfnudeln. Ja, vegane Schupfnudeln, Kartoffelnudeln von Henglein aus frischen deutschen Kartoffeln. Ich werde sehr bald ein Baby bekommen und mein Freund und ich, wir werden dann wahrscheinlich nicht so super viel Zeit zum Kochen haben. Ja, wir kochen schon noch, ne? Aber ich glaube, manchmal ist es ganz cool, wenn du halt auch so ein mal eben kurz hast. Das ist pfannenfertig, dann machst du dir halt irgendwie eine Soße oder sonst irgendwas mit dabei. Ich weiß nicht, wie man Schupfnudeln so isst. Hier war ein Rezept auch am Start. Glaube ich, oder? Oder hier? Auf jeden Fall ein Flyer. Vegan, Formation. Ja, genau. Kannst du hier mit Guacamole essen. Ja, siehst du? Zack, die Wabdi, da ist direkt ein Rezept am Start. Und klar, dann ist die Soße vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber muss man halt mal gucken, ne? Aber sowas finde ich gut. Wenn du sowas mit dabei hast, ne, dann kannst du es mal eben schnell machen. Ich weiß nicht, wie lange ist denn das haltbar? 16.11. Okay, also müssten wir das dann vielleicht doch eher essen. Okay, weil 14.11. ist Geburtstermin geplant, ne? Und ich glaube, dann bis zum... Ja, dann essen wir die halt vorher mal. Gut, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ne, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wäre jetzt eine Idee gewesen. So, sowas feiere ich auch immer, wenn man sowas mit dabei hat. Frischer Quiche und Tartteig. Backfertig auf Backpapier. Rund ist das tatsächlich. Der ist aber nur bis zum 18.11. haltbar. Ich habe auch eine Quiche-Backform. Vielleicht machen wir uns wirklich einfach mal eine Quiche. Hatte ich auch irgendwann mal gemacht und da habe ich sogar den Boden selber gemacht. Das war so aufwendig und... So, hat mich echt genervt. Und so kannst du ja einfach wie so eine Art, ja, keine Ahnung, Eierteig, nicht Eierteig, ganz viel Eikram mit ein bisschen dies, das, Ananas, ein bisschen Gemüse reinschnibbeln, ne? Salz, Pfeffer, Schnittlauch. Das ist eigentlich schon fertig, eigentlich. Deswegen, ja, ich glaube, das machen wir uns dann wirklich mal irgendwie abends oder sowas. Das finde ich auch praktisch. So, und jetzt kommen wir zu einigen Sachen, die sehr eingepackt sind. Hier haben wir übrigens auch so Kühlpacks drin. Das ist ja so geil, was zur Hölle. Okay, ja, wir haben Münchner Weißwürste hier drin. Die sind auch bis 16.12. haltbar. Da muss ich mal gucken, wie man die zubereitet. Und hier steht auf jeden Fall, dass man die auszurzeln soll. Passt doch einfach, ne? Es ist Oktober, Oktoberfest, die Zeit dafür und so. Da bin ich auch mal gespannt. Okay. Hä, das ist ein Kreislauf? Nee, die Wurst aus der Haut zurzeln. So, also da ist der Mann. Einen mundgerechten Bissen mit den Zähnen abtrennen. Achso, nee, erst macht man die Wurst... Ah, Entschuldigung. Ich rede manchmal etwas wir. Aber das ist ein Kreislauf. Guckt euch das mal an. Das ist total verwirrend. Ich finde das verwirrend hinten drauf. Also die Wurst mit Haut in den Senf tunken. Dann einen mundgerechten Bissen mit den Zähnen abtrennen, ohne die Haut zu verletzen. Wurst aus der Haut zurzeln. Achso, weil du das halt immer wieder so machst. Okay, läuft. Ich meine, dass ich mal auf dem Geburtstag von einem, also von einem Familienmitglied von uns, der hatte seinen Geburtstag auch so ein bisschen, ja, so oktoberfestmäßig gefeiert, ne? Habe ich das schon mal probiert? Finde ich eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht, ob man das schwanger essen darf. Ich glaube schon, oder? Ist ja nicht roh oder so. Ja, weil meine Hebamme, ach Quatsch, meine Frauenärztin hat gesagt, ich darf im Prinzip alles essen, was man auf eine Pizza packt. Aber die musst du dann ja quasi roh essen oder zurzeln. Muss ich mich noch mal ein bisschen mehr informieren. So, hier habe ich jetzt einfach mal so eine Zwischenebene entfernt. Oh, ich glaube, da wird mein Freund glücklich sein. Dr. Oetker High Protein Mousse au Chocolat. 10 Gramm Protein pro Becher. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist halt Milch drin. Eine Milch hasse Protein, ist logisch, ne? Genau, und das ist halt so ein Mousse au Chocolat Pudding. 100 Gramm, sowas mag der richtig gerne. Also wenn man so einen Schokopudding hat,
da ist er ganz glücklich. Und man muss ja auch immer bedenken, so eine Degusterbox, die packst du ja meistens nicht so alleine aus. Es sei denn, du bist halt jemand, der super gerne alles isst, was ich nicht, also tue, ne? Mein Freund und ich ergänzen uns da halt sehr, sehr gut. Und sowas zum Beispiel ist nichts für mich, aber mega was für meinen Freund. Genau. So. Das hier ist etwas, was wir beide wohl gerne mögen. Double Zero Macchiato von Emmy. Zero Sweetness, also quasi ohne Süßstoffe. Made with hand-roasted Arabica beans from Guatemala and Honduras. Creamy and lactose-free. Oh, laktosefrei ist auch mal interessant, ne? 230 Milliliter. Sowas holt mein Freund sich irgendwie ständig, wenn wir irgendwo einkaufen sind oder an der Tankstelle oder sonst irgendwie, ne? Hat er immer so ein Coffee to go in kalt. Ich mag Kaffee tatsächlich lieber warm, aber ab und an auch mal so einen kalten ist okay, ne? Ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. So, das hier, das ist leider keine gerade Anzahl, das muss ich verteidigen, eine Milchschnitte, beziehungsweise 5 Milchschnitten. Richtig geil, richtig, richtig geil. Das ist voll mein Ding. Ich mag gerne Milchschnitte. Und deswegen freue ich mich mega, dass wir die mit drin enthalten haben. Das ist für mich Kindheit. Das ist für mich irgendwie so... Im Prinzip ist es ja eine Süßigkeit, ist klar, ne? Aber ich weiß noch damals, das war halt so... Du hast die nicht unbedingt immer bekommen, wenn du die haben wolltest, ne? Jetzt könntest du theoretisch jedes Mal irgendwie in den Supermarkt gehen, um dir die mitzunehmen. Aber du denkst auch nicht immer an das Kind in dir drin. Und... Das könnte man jetzt gerade bei mir zweideutig sehen, aber das vergisst man dann halt manchmal und ich erinnere mich dann gerne einfach an sowas, wenn ich dann halt selber vorm Kühlregal stehe und dann hat man das rein zufällig dann im Augenwinkel und dann nimmt man das einfach mal mit. So, ne? Ich finde das immer toll. Mir macht das Freude. Ja, genau. So nämlich. Das hier haben wir schon im Kühlschrank stehen, weil wir hatten das, als die HelloFresh-Box bei uns jetzt ankam, auch irgendwie mit drin. Das fand ich auch schon ganz interessant. Ich habe es aber noch nicht probiert. Hexen-Creme-Dip, frische Kräuter mit einem Hauch von Magie. Sowas finde ich ja total aufregend. Das kann ich mir super gut vorstellen, dass man da halt auch entweder, ne, ganz normal, du machst dir das aufs Brot oder du nimmst ein Baguette und dippst das da rein oder du nimmst halt irgendwie Möhrchen, also Rohkost und dippst das dann da rein. Steht hier auch drauf mit Frischkäse und zupffrischen Kräutern. Dip und Aufstrich, streicht dir den Hexencreme-Dip auf dein Brot oder den Toast oder dippe Gemüsesticks hinein, ganz egal. Ja, ja, habe ich gerade gesagt, ne? Läuft, als hätte ich mir das vorher durchgelesen, habe ich aber nicht, Leute. Ja, und ich finde es einfach süß, dass es halt auch in so einem kleinen Eimerchen quasi ist, mit Henkel. Mit sowas kriegt man mich halt, ne? Ich finde es cool, doch. Also für mich ist es eine sehr passende Geschichte. So, dann gucken wir hier mal ein bisschen weiter. Oh mein Gott. Ja, wir haben hier auch manchmal so ein bisschen Milchalternativen drin. Das hatten wir eben schon irgendwo. Bei dem Café Latte, genau. Und hier habe ich jetzt, genau, Luwe aus Lupinen. Da muss ich gucken, ob ich das mag. Stracciatella Lugurt nennt sich das nämlich. Mit knackiger Schoki. Mein Freund mag tatsächlich nicht so gerne diese Milchersatzprodukte. Wobei ich jetzt letztens in einem Adventskalender eine Schokolade drin hatte, die mit Milchersatz war, also mit Hafermilch. Die fand er lecker. Hat mich erstaunt, muss ich sagen. Ne? Aber da muss man auch sagen, die Hersteller ziehen mittlerweile echt gut an. Ne? Dass die Produkte halt dann auch wirklich immer mehr an das Original rankommen oder halt immer weniger nach Gräsern oder sowas schmecken. Entschuldigung. Und ja, das werde ich ausprobieren. Das ist ein riesen Bottich mit 400 Gramm. Vielleicht macht mein Freund da auch mit, dass wir das mal ausprobieren. Ne? Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an gerade. Ich kriege da gerade Bock drauf. Und Mr. Bauchi tritt mich. Ich habe übrigens herausgefunden, wie Mr. Bauchi liegt. Mr. Bauchi liegt ganz, ganz verrückt. Ein Bein hier und dann wird getreten. Ich sage es euch, bis dass der Bauch platzt. So, hier habe ich noch was drin. Und zwar von Andros So Good So Veggie aus Kokosmilch Vanille. Ich glaube, das habe ich schon mal probiert. Das war leider nicht ganz so meine Welt. Muss ich noch mal gucken, ob das wirklich war. Ja, das ist auch ein veganer irgendwas. Andros ist die Marke. Wie nennt sich denn das Produkt, wenn du das halt laktosefrei hast? Ich weiß es nicht, aber ich, also halt wie so ein Pudding halt, ne? So Good So Veggie. Muss ich mal ausprobieren. Ja, ne?
Finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative, sage ich mal. Wenn man halt versucht, Alternativen zu finden, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, in der Degustabox Cold das ein oder andere Produkt mal ausprobieren zu können. Denn ich muss sagen, wenn ich so im Supermarkt bin und einkaufen gehe, kaufe ich entweder die Sachen, die halt auf dem Einkaufszettel stehen, ohne halt so nach Alternativen oder so Ausschau zu halten, ne? Oder ich traue mich halt einfach nicht, weil ich dann davor stehe und mir denke, willst du jetzt die 2-3 Euro für das Produkt ausgeben und dann das Risiko eingehen, dass es dir nicht schmeckt? Ist halt immer schwierig, ne? Und deswegen finde ich persönlich die Degustabox immer wieder eine ganz feine Geschichte und feiere sie jeden Monat. Dann finde ich es auch total großartig, dass die Degustabox Cold jetzt auch regelmäßig erscheint. Ich meine, dass man die sogar in einer Art Abo auch bestellen kann. Und dann kommt ja auch noch bald der Adventskalender. Also die Party geht hart ab, ihr merkt das, ne? Also wir haben hier jetzt den Inhalt der Box auf Erwin stehen. Und ich finde auch, dass es Produkte sind, die man durchaus einfach mal probieren kann. Also da ist jetzt nichts super Verrücktes mit dabei, aber auch nichts super Langweiliges. Es animiert einen ab und an mal dazu, ein bisschen mehr was zu kochen, dass man jetzt eine Quiche macht oder dass man zu den Schupfnudeln sich eine schöne Soße überlegt. Aber du hast ja auch Produkte, die halt einfach schon fix und fertig sind, sodass du die dann einfach so schon direkt naschen kannst, wie eine Milchschnitte zum Beispiel. Finde ich persönlich auch dann ganz schön. Also ein guter Mix bei der Degustabox Cold. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das so, also wie ihr die Box dieses Mal so fandet. Ne? Ich fand sie wirklich sehr, sehr ausgewogen und lecker. Also vom was ich gelesen habe. Ich habe sie ja noch nicht aufgegessen. Aber ich glaube, dass da wirklich schon der ein oder andere Abend, der ein oder andere Mittag, der ein oder andere Morgen gut gefüllt sein wird. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!